Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu The Last Faith. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut hier bei meiner Expedition durch die verdammten Ruinen der Festung Ossius, in denen wir uns immer noch befinden. Wir haben allerdings in der letzten Episode eine neue Waffe gefunden, der Riss des Blutes, diese direkt mit Demi-Schattenerz aufgebessert. Und wir wissen endlich, wofür wir das Demi-Schattenerz brauchen, nämlich für solche Waffen, die Elementarschäden verursachen. Ja, bis auf plus 4 kamen wir hoch, danach ging uns Demi-Schattenerz und auch Nykrux aus. Wollen wir mal hoffen, dass sie ja noch ein bisschen was finden. Wir wollen jetzt aber erst einmal die neue Waffe auf die Probe stellen, indem wir hier noch diesen Bereich betreten, den wir nämlich noch nicht kennen. Und diese Ruhe gefällt mir nicht. Oh! Wir finden ein paar Frostbomben. Da oben liegt auch noch was. Moment. Wir kommen hier tatsächlich hoch. Ich dachte, das sei nur Deko, dieser umgestürzte Turm oder Torbogen. Demi-Schattenerz und Mondsilberstein, der kommt ja wieder gerufen. Das Nykrux sammelt sich ja quasi von allein. Ja, und wir haben auch noch einen Schnellspeicherpunkt. Wir haben, ja, keine Musik. Schnellspeicherpunkt. Ein ziemlich überschaubares Gebiet. Ich glaube, wir kommen an den Boss. Hier können wir auch noch mal Fokus aufladen, wenn wir jetzt hier den Boss haben. So, Feuer ist schon mal gut für Eis. Wir haben auch hier die Edelweißpastillen, dass sie die Auswirkungen von Frost aufheben. Und hier werde ich das Verbrennungspulver ausrüsten, damit wir unsere Waffe noch mal mit Feuer versehen können. Sollen wir das jetzt schon machen? Das können wir nicht machen. Warum nicht? Hä? Okay. Wir können Waffen, die eine Elementarverzauberung hat, oder Waffen, die Elementarverzauberung haben, nicht nochmal mit Pulver aufwerten. Okay. Oh! Er nun als Boss. Ja. Aha, wir kennen aber seine Attacken. Wir haben schon eine kleine Variante gekämpft. Ich hoffe, das variiert nicht zu stark. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Oh Gott, ich muss mal heilen. Okay, jetzt macht er wieder das. Dann kommt er wieder runtergestürzt. Oh Mann, da bin ich zu spät weg. Oh, Leute, Heilung. Oh, nochmal Heilung. Ah, genau ins Eis rein. Was hat er jetzt gemacht? Komm mal ein bisschen runter, da oben treffen wir dich nicht. Wow, hör mal auf so zu schreien, das ist ja übertrieben. Heilung. Heilung. Ah. Wow. Oh Gott, wir sind eingefroren. Wir können gerade uns nicht so schnell bewegen. Kein Mana mehr. Wie wär's mit einem Schuss? Oh ja, der macht auch gut Schaden. Ah. Ah. Komm, wir haben dich doch gleich. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, Heilung. Wow.
Infektion besiegt. Zweimal Demi-Schattenerz, eine Ampulle mit Erlems Tränen. Huh, und Schrecken von Illyrath oder irgendwas stand da gerade als Erfolg. Wir bekommen schon mal ein paar der Heilinjektionen wieder, das ist schon mal gut. Und hier noch zwei mechanische Bomben, die hätten wir eigentlich auch gut einsetzen können in diesem Kampf. Ah, das war dumm. Sind vor allen Dingen in der Auswahl. So, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt Neues lernen. Es geht weiter. War das nun ein Zwischenboss? Aber er hatte einen Namen. So, wir holen uns hier erstmal ein bisschen Fokus wieder. Nein, der wird wieder schwer. Darauf falle ich auch nicht rein. Ah, oh, das war gerade ungünstig. So, erledigt. Und hier liegen nochmal blaue Himmel-Lymphsteine rum. Leute, Leute, Leute. Das Gebiet geht noch weiter. Wie groß ist das bitte schön? Ich glaube, das ist das größte Gebiet, das wir bis... Ah, was wir bis... Nein! Ich glaube, den kümmere ich mich zuerst, bevor er uns mit seinen Eislanzen bewirft. So. Und unten können wir uns jetzt wieder heilen. Nein! Oh, und eine Hinrichtung. Bitteschön. Dann ist unser Fokus auch wieder voll. Aha. Achtung. Gefährliche Stellen hier. Zweimal Mondpulver. Ah, von der Seite. Okay. Ah, der wieder. Der überlebt den Schlag nicht. Da haut er uns hier noch Eis vor den Latz. Und noch zweimal die Wette des Spielers. Das habe ich mir gedacht. Finden aber leider nur Frostbomben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so einen Geheimgang hier entdeckt, dann erhofft man sich doch eigentlich mehr, oder? Finde ich dann immer enttäuschend. Heilinjektionen wären schön, nachdem wir gerade so viele verbraucht haben. Aber hier können wir uns gleich wieder heilen. Aber da links ist... den ich überhaupt nicht mag. Ach, ich habe gar nicht mehr das Feuer ausgerüstet. Da sind wir eingefroren. Nein, nein, Bewegungsgeschwindigkeit darf nicht langsam sein bei denen. Ich glaube, den hebe ich mir auf, damit wir uns an ihm nachher heilen können. Jawoll. Edelweißpastillen lassen sie fallen. Hey, 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 hey. Oh, da bin ich. Das ist wohl auf da oben. Da kommen wir nicht ran.
Leute. Leute, Leute, das ist dieselbe Situation wie im liturgischen Pass, wo ich gedacht habe, wir brauchen einen Doppelsprung. Hier, mit diesem Trick kommt man da hoch. Jetzt haben wir das hier auch. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, dass wir hier zuerst hin sollten. In den Rücken. Heilinjektion lagen hier rum. Die schreibe ich noch kurz auf. Ich glaube, die lagen hier gerade an fester Position. Das lag in einer Kiste. Oha, und das auch. Haha, komm doch mal da runter. Das ist albern. Wie sollen wir dich denn da oben bekämpfen? Nein. Ach, und dann waren Erlims Tränen ausgerüstet. Das habe ich mir anders vorgestellt. Na, zieh dich hoch. So, jetzt aber. Ja, nur von dem Schrei wollte ich nicht unbedingt getroffen werden. Hier liegt nochmal Mondpulver rum. Oh Mann, das ist echt ein riesiges Gebiet, Leute. Ah. Oh. Oh, gut, dass sie hier runtergefallen sind. Das hätte ich sonst vergessen, dass hier noch was liegt. Und finden nochmal ein paar Frostbomben. Keinen Geheimgang. Leute, hier oben geht's ja weiter. Gehen wir erst rechts oder erst links? Hier liegt auf jeden Fall was. Nochmal Heilinjektionen, die kommen doch wie gerufen. Dann können wir das so ein bisschen wieder ausgleichen, was wir verbraucht haben. Ich gehe erstmal nach links. Ich sehe schon wieder einen Ostgeist. Leute, hier brauchen wir doch auch den Doppelsprung. Hier liegen noch zwei Heilinjektionen rum. Aber an die Leiter kommen wir nicht. Und da ist wieder nichts, um die runterzulassen. Und der Hebel für die Tür ist auf der anderen Seite. Eh, so langsam glaube ich, auch hier sind wir falsch, oder? Mr. Flügelschlag, ich höre dich genau und ich sehe dich auch schon. Opfer des Spielers, dass wir uns nochmal ein bisschen einen Boost geben können. Ah. Ah, Moment, ich glaube, wir brauchen doch keinen Doppelsprung. Ah. Ah. Das Gemeine ist, dass... Ah, wieso kam denn da noch ein zweiter Schlag? Den hätte ich gern hingerichtet. Das Gemeine ist, dass beim Schuss natürlich diese Stacheln überbleiben. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich keinen Doppelsprung. Aha, aha. Hä? Hä? Aha, jetzt aber. Nochmal heilen. Oh Gott, wir haben unten... öffnen, da kommen wir auch dran. Kein Geheimgang, zwei Mondsilbersteine. Achso, und hier war ja auch zu. Hier war ja die Kiste. Und hier liegen nochmal Heilinjektionen. Ja, Leute, und wir haben schon wieder so einen Safe Spot. Der ist doch nicht ohne Grund da. Wow. Nein.
nicht hier. Wir sind auch gerade eingefroren. Nein. Leute. Wow. Wow. Ach du Heiliger. Nein, 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 nein. Heilung. Wow, die hauen aber auch gerade rein. Heilung. Heilung. Ich habe keine Lust hier zu sterben. Okay, die gehen ja. Wow. Wobei zu zweit kann es auch ganz schön kritisch werden. So. Aber wir wissen, dass ein Hinterhalt immer aus drei Attacken besteht. Nein, nicht schon wieder. Nein. Oh Gott, Leute. Aha. Heilung. Wow, wow. Heilung. Die Pastillen gegen Kälte. Die sind schon mal tot. Wir können ihn hinrichten. Sehr schön. Dieser Mann hier, ein hässliches Gesicht. Oh, da hat er aber Glück gehabt. Wow. Zwei Heilinjektionen, zwei Edelweißpastillen. Dieser Hinterhalt hatte es in sich. Und ich hoffe, er hat sich gelohnt. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schatz. Und finden eine weitere Nahkampfwaffe. Die finden wir hier aber echt häufig. Abtrünniger Schnitter, eine Sense, die ursprünglich gebaut wurde, um Sterbliche auszurotten. Nach der Verseuchung und dem Auftauchen der Kalten fanden die Sensen ihren Weg nach Telvinil Village. Viele von ihnen wurden vom Junas-Ministerium eingesammelt, das sie segnete und als seine eigenen verwendete. Aber einige ursprüngliche Sensen sind geblieben und reißen verdorbene Nykrux-Herzen heraus. Dann schauen wir mal, was das für eine Waffe ist. 133 plus 27, 150. Okay, unsere ist trotzdem stärker, weil hier kein physischer Schaden, kein elementarer Schaden dazu kommt. Stärkung geschicklichkeitsabhängig, Fokuskosten 5. Und die einzigartige Kunst, nehmen Sie die Klinge ab, um eine Reihe schneller Angriffe auszuführen. Andere Fähigkeit. Auch nicht schlecht. Aber ich bleibe bei der. Ja, dann müssen wir hier oben rechts weiter. Wir haben keinen Fokus mehr. Oh, wir haben das Tor hier noch gar nicht geöffnet. Vielleicht können wir uns im Fokus durch ein... Ah, nee, hier. Zack. Kann ich auch wieder aufs Feuer wechseln. Wir finden hier nochmal ein paar blaue Himmelimsteine. Splitter, Entschuldigung. Wir finden einen Altar. Telvinil-Brücke. Oh, ist das der Weg nach Telvinil Village? Ampulle mit Erlems Tränen, 3 Stück. 5 Demioxidkugeln. Drei Heilinjektionen. Was ist jetzt passiert? Bin ich auf irgendwas gekommen? Ja, ich habe aus Versehen eine verwendet. Weil ich den Controller auf Seite gelegt habe und die Schultertaste ausgelöst. Leute, dass sie so viel Heilung finden, gefällt mir gerade nicht. Telvinil Village. Wollen wir tatsächlich schon das... Was passiert hier denn gerade? Ach du Heiliger.
Okay, ich glaube, wir kriegen nur diesen Kälteschaden, wenn wir am offenen stehen, ne? Nicht, wenn wir hier in Schutz von Mauern stehen. Ah, das sieht schon wieder nach Doppelsprung aus. Hier können wir rein. Oh nein, die schon wieder. Hier finden wir eine Heilinjektion. Aber Leute, ich weiß nicht, ob wir hier tatsächlich lang sollen. Hier können wir uns aber... Ja, ja. Wir müssen noch mal heilen und Fokus aufladen. Ich habe es im Eifer des Gefechts nicht gesehen. Eine weitere Heilinjektion. Und Edelweißpastillen. Leute, sollen wir echt hier weiter? Ich weiß es nicht. Allein schon wegen diesem Kälteschaden, den wir kriegen. So, hier kommen wir hin. Finden hier auch nochmal eine Heilinjektion. Okay, wir sind vor dem Wind tatsächlich geschützt, vor der Kälte. Wenn der Hintergrund verdeckt ist, wie durch diese Gemäuer hier. Aber je nachdem, welche Kämpfe wir dann haben im offenen Bereich, kann das ganz schön kritisch werden. Boah. Okay, und wir in Richtung kriegen wir auch keinen Schaden. Nein, Leute, ich hau ja ab. Ich hau ja, glaube ich, ab. Das ist mir gerade echt so ein Ding. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht lang. Nee. Leute, das machen wir, wenn wir mehr Frostwiderstand haben. Schaut euch das an, das ist übel. So, und ich glaube, ich mache den liturgischen Pass zu Ende, oder? Aber bevor wir das tun... Bevor wir das tun, werde ich nochmal zurückreisen ins Herrenhaus. Denn wir haben ja jetzt noch ein bisschen Mykrux gesammelt und Demi-Schattenerz, dass wir unsere... Waffe bei Mariano noch einmal aufwerten können. So, also. Setzen wir das jetzt auf die nächste Stufe. Und beim nächsten bräuchten wir schon einen seltenen Prototypentwurf. Die Dupietta können wir aber noch mal verbessern. Dupietta können wir auch nochmal verbessern auf plus 5. Dann haben wir jetzt beides auf plus 5. Und ich glaube, mit 6000 können wir noch nicht mal einen Wert bei Helenia aufsetzen, oder? Wahrscheinlich nicht. Ne, 7000 brauchen wir mittlerweile schon. Wir sind ja auch schon Level 64. Okay.
Das heißt, das mit Frost verbessern ist schon mal aktuell nicht drin. Ja, Leute. Ich glaube, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt den liturgischen Pass. Oder aber, ich glaube, hier in dem Bereich, da hatten wir die Antriebsstiefel noch nicht. Da dürfen wir jetzt auch drüber kommen. Das könnte ich mir mal anschauen. Ich glaube, da brauchen wir den Doppelsprung. Aber der Bereich, also hier hinreisen, das werde ich jetzt noch machen. Die Gegner dort dürften ja kein Problem mehr für uns sein. Hohe Mauern. Oh Moment. Schaut mal, hier müssten wir auch nach links kommen. Ich gehe mal in die hohen Mauern. Moment. Erst einmal hier hingucken. Jawohl. Oh Gott. Neue Gegner. Neue robuste Gegner. Wow. Auch was die, oh Gott, auch was die aushalten. Was geht denn hier gerade ab? Schaut euch das an. Was bringt der bitte schön für Mietbuchs, wenn wir den hier erledigt haben? Falls wir ihn überhaupt überleben. Ah, den hätten wir hinrichten können. 866, symbiotischer Horror. Wow. Können wir auch nicht kaputt machen. Aua. Oh, jetzt kommt auch noch der. Wir holen uns Lebensenergie zurück, mein Freund. So, uns können ihn hinrichten. Weg mit dir, Halunke. Ja, hier bringt auch mein Trick nichts. Also hier brauchen wir definitiv einen Doppelsprung. Komm, auch auf der Seite dann raus. Und ich weiß gar nicht, was da rechts los war. Das könnte ich mir nochmal anschauen. Also ich glaube, in den hohen Mauern gewinnen wir gerade nichts dazu. Ah, da war zu. Hier oben ist auf. Ja, schon wieder. Was hält der denn mittlerweile aus? Und hier kommen wir auch nur mit einem Doppelsprung weiter, Leute. Also hier sind wir auch definitiv falsch. Das erinnert mich so an die Glockenleute aus Blasphemous. Diese Kreaturen hier. ...1600 Nikrux. Ne, wir können ja immer noch nicht dieses Geschwülst hier kaputt machen. Um weiterzukommen. Hier bräuchten wir nur einen Doppelsprung, um an die Gegenstände zu kommen. Okay, also die hohen Mauern von Mythrigal sind auch schon mal raus. So, ich wollte aber... Wo ist es denn? Genau hier und dann links hoch und dann oben den Weg lang. Ah, wieso habe ich es jetzt nicht angewählt? Ne, Mythrigal Ost, genau. Oh, Leute. Richtig, links lang. Der Aufzug führt nach unten, da wollen wir nicht hin, wir wollen oben lang. Ja,
so lässt es sich spielen. Die Reichweite der Waffe zeigt auch hier seine Vorteile. Oh, Heilinjektion. Ja, das ist doch schön. Wenn wir uns hier ein bisschen nochmal aufwerten. Nochmal ein paar Verbrauchsgüter ansammeln. Haben dafür aber einen extrem schlechten Nykrux-Gewinn. Schaut mal die Gegner hier. 100. Naja. Genau hier. Wow. Nix da. 300. Ja, die sind auch robuster. Ah ja, hier oben sind wir gewesen. Ich mit mir, mein Freund. Na, aber er hat uns nicht getroffen. Dafür reißen wir jetzt mal die Flügel raus. Reagieren schneller als du. Wir haben es aber geschafft und finden hier nochmal drei Heilinjektionen. Und ein Kind. Und hier kommen wir wohl nur mit Doppelsprung weiter. Also auch hier kommen wir nicht weiter. Theodora. Guten Tag, Mister. This is no place for a child. Das ist kein Ort für ein Kind. Wo sind deine Eltern? I do not think I ich glaube nicht, dass ich welche habe. However, aber ich bin nicht allein. Zumindest war ich das früher nicht. Es gab einen anderen, viele andere. Doch ich kann nicht. Ich kenne einen Ort, an dem Sie sicher sein werden. Gehen Sie zum Herrenhaus. Sieht's doch keine kleinen Kinder. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Sir. Okay, wir haben einen neuen Charakter fürs Herrenhaus. Das sollten wir uns auf jeden Fall anschauen. Upp. Aufpassen, dass wir hier nicht in den Abgrund stürzen. Denn rote Markierungen töten uns, glaube ich. Ja, und nach unten ist auch wieder der schnellste Weg zurück ins Herrenhaus. Wollen wir mal schauen, was Theodora uns anbietet. Ein Kind wird ja wohl kaum ein Händler sein. Was wir schon an Schnellreisepunkten hier freigeschaltet haben. Ja, wie schon gedacht, da meinte ich doch schon in einer vorherigen Episode, dieser Raum hier ist noch leer. Dann schauen wir doch mal. Mister ist zurückgekehrt. Aber sowas von. Hast du dich erinnert? Erinnert? When you were not alone. An die Zeit, als du nicht allein warst. You are mistaken. Sie irren sich. I have always ich war schon alone. Immer allein. Und wir erhalten ein geliebtes Spielzeug. Moment, wir hatten in der Stadt Erlim auch ein Kind, das Spielzeuge haben wollte. Madeline hieß sie, glaube ich. Spielzeug ist ein Luxus für Kinder in den Reichen und daher ein sehr begehrtes Gut. Sie sind ein wirksames Druckmittel für ein Kind mit eigenem Verstand und eigenen Absichten. Ein Geschenk für ein Kind. Ich habe mich noch nie so allein gefühlt, aber es ist irgendwie friedlich und ruhig. Ich bin dankbar für die Stille. Und die ist einfach nur strange. Okay, ich meine, Madeline hieß sie und war auch in der Stadt Erlim, genau. Hier, Madeline. Und
die verschleierte Magd, die uns die Maske verkauft hat, ist weg. Okay, aber wir müssen natürlich hier wieder in den Spiegelsaal. Von da kommen wir am schnellsten. Und mich würde es einfach interessieren, was passiert, wenn wir ihr das Spielzeug geben. Der Spiegelsaal ist der schnellste Weg. Sind wieder unterwegs. Die kein Nüchbruch springen. Ach, und die Blutschlucker, die es auch mit zwei Schlägen Platz haben. Und lässt auch noch eine Heilinjektion fallen. Nochmal dekorativer Krieger oder sowas oder Schwertkämpfer. Wie einfach das hier auf einmal ist. So, sagte er und wird getroffen. So, hier oben steht sie. Did you find my toys? Haben Sie mein Spielzeug gefunden? Die sieht auch aus wie Pennywise, oder? Spielzeug übergeben. A single toy brings a moment of joy to my heart. Ein einziges Spielzeug bringt einen Thank Moment you. Der Freude in mein Herz. Danke. Ich hoffe auf viele weitere. Was? Did you find my toys? Sie braucht mehrere. I will do without. Ich werde Once darauf verzichten. More. Noch einmal. Please bitte suchen Sie weiter. Was ist das für ein undankbares Ball? Soll mal froh sein, dass hier überhaupt jemand rumrennt, ihr Spielzeug überreicht. In dieser, ja, gefallenen Stadt Erlim, wo hier Bestien rumrennen. Ich wette, möchte wetten, dass hier nicht auch viele Charaktere getroffen ist. Kann er nicht mal dankbar sein für ein Spielzeug. Ich will mehr. Ist Weihnachten immer verwöhnt worden. Ich sag's euch, Leute. Ja, links wieder raus. Hatten wir hier noch irgendwas mit Dash? Ich glaube nicht. Hier sind wir ja zurückgegangen. Wir sind ja auch hier nochmal zurückgegangen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir in den liturgischen Pass müssen. Und dann müssen wir hier hin und uns den Weg wieder hocharbeiten. Ich weiß nur nicht, ob ich das in der Zeit jetzt schaffe. Wir sind ja schon bei fast 40 Minuten. Und ich gehe mal davon aus, dass wir am Ende im liturgischen Pass auch einen Bosskampf haben werden. Ich glaube, das würde ich dann lieber in einer separaten Episode machen. Dann wird die heutige etwas kürzer. Wir können aber, wenn wir jetzt zurückreisen, erstmal nochmal mit Theodora sprechen. Vielleicht kennt die Madeline ja. Sie sagte ja, es gab andere. I have never felt so aber sie sagt nichts Neues und wir können sie auch nicht ansprechen. So, mit 12.000 können wir zumindest einen Wert verbessern. So, aber wenn wir jetzt in den liturgischen Pass reisen, da hatten wir ja mit Feuer zu tun. Ja, einen Punkt können wir ja belegen. Feuer ist Geschicklichkeit. Und Geschicklichkeit würde auch unsere Waffe stärken. Machen wir einfach. Also Geschicklichkeit noch eins hoch. Zack. Wir schon Level 65. Ja, dann reisen wir zum liturgischen Pass. War das Alter? Nein, hier. Außerhalb der großen Kirche. Da. In
Genau, dann müssen wir links und uns hier wieder lang arbeiten. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das innerhalb von 20 Minuten schaffe. Zumal am Ende ja auch noch ein Bosskampf auf uns wartet. So gehe ich zumindest aus. Oder davon gehe ich zumindest aus. Aber auch wieder eine gemeine Sache, dass wir uns jetzt hier mit von hier bis hier durchschlagen müssen, ohne zu speichern. Wobei es könnte sein, dass hier noch ein Altar ist. Aber das finden wir in der nächsten Episode raus. Dann wird die heute etwas kürzer. Ja gut, Leute. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu The Last Face wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Gehabt euch wohl. Euer Rönne.